Der Tag nach dem 3:0, dem lang ersehnten Befreiungsschlag gegen Dortmund. Die Hamburger sind zurück, so lebendig wie lange nicht. Und das nach nur einem Spiel unter Mirko Slomka. Er ist ein Arbeiter, das hat man diese Woche im Training gesehen. Wir haben, glaube ich, fast doppelt so viel trainiert wie davor die Wochen. Und auch härter und viele Läufe gemacht. Ich glaube, das hat man gestern an den intensiven Läufen gesehen, die wir dann im Spiel auch absolviert haben. Und ja, ist keine Magie, sondern Arbeit. Erstmal haben wir ja einige Umstellungen gehabt. Dann haben wir es verstanden, als Mannschaft eben viel, viel besser zu verteidigen, zusammen zu verteidigen. Und das, was wir uns in der Woche eben ja, trainiert, eingeübt haben, auch speziell auf den Gegner, konnten wir relativ gut umsetzen. Dortmund ist natürlich eine super Mannschaft, man braucht auch ein Quäntchen Glück, das ist klar. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist zu wissen, dass das Investieren das Wichtigste ist. Laufbereitschaft, eine gute Einstellung und vor allem ein gutes Händchen vom neuen Trainer. Mit Jiracek und gerade Rajkovic stellte er zwei Spieler auf, die längst auf dem Abstellgleis verschwunden waren und nun sofort überzeugten. Er hat großen Mut bewiesen, indem er mir nach langer Zeit eine Chance gegeben hat. Ich möchte mich bei ihm bedanken. Auch bei den Fans hat Slomka prompt gepunktet. Gewinnt der HSV auch in Bremen, muss er sich um seinen Status erstmal keine Sorgen mehr machen.